So. Das müsste jetzt... Genau, das ist ja abgeschmiert. So, ich bin wieder da. Und zwar folgendermaßen. Das mache ich mal ein bisschen lauter und mich mal ein bisschen leiser. Nee, das ist eigentlich ganz gut so. Und zwar, jo. Wir sind ja hier rein, wir sind ja hier rausgegangen. Und da habe ich nochmal zu dem Speicherpunkt, muss ich nochmal zurück, muss ich nochmal zurückspielen. Ja. Habe ich gemacht. Kein Problem. Oh, wunderschön. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. I'll make sure you're the next to go, Sadler. Träger Bastard. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Natürlich reg ich mich auf. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Dreckiger Hund, ey. Ich hab den Mike gerade angefangen, den Mike zu mögen, ey. Und dann kommt dieser Penner an und macht so eine Scheiße. Ich hätte echt gerne im Endscreen gesehen, wie Leon und der Mike anheben den AR. Ah. Dreckiger Bastard. Ich kann nicht einfach den Mike abschießen, ey. Können wir da irgendwas machen? Mike, dafür werden sie bezahlen. Und wie sie dafür bezahlen, denn das garantiere ich euch. Dem Settler, dem würde ich am liebsten die Arme und Beine in Scheiben schneiden und der Brotmaschine in Stückchen, ey. Schön in fein saubere gemischte Hack. Hacksettler. Oh. Achso, das war Pistolen. Ich dachte schon 10er Magnum Muni, hab mich schon gefreut. Nee, war ja Pistolenmunition. Die sehen aber so ein bisschen ähnlich aus. Hätte mich aber auch gewundert, ein 10er Muni für die Magnum. Die Magnum. So. Wollen wir mal hier weitergehen? Das eigentlich dürfte nicht mehr viel übrig sein. Ich mag dieses unterirdische Scheißdreck, diesen unterirdischen Mist nicht. Irgendwie... Was ist das alles doch... Perlenanhänger, okay. Hallo, Ada. Leon, you okay? Yeah. Oje, oje. Ah!
We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Stimmt, das waren die Medikamente, die wir von Louis bekommen haben. Und ich Vollidiot habe die Szene geskippt. Macht der Gewohnheit, Leute. Sorry dafür. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Wenigstens ist hier mal ein bisschen Ruhe. Och nee. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Was ich da schon wieder höre. Super. Ich weiß auch schon, was los ist. Ich speichere hier nochmal ab, bevor mir das Spiel wieder abschmiert. Das war echt hart. Aber es ging eigentlich, weil beim Nachspielen habe ich zum Beispiel ein bisschen mehr Kohle bekommen. War schon ziemlich nice. Alter, krankhaft. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Da kannst du aber theoretisch eigentlich so ein bisschen... Oh, grünes Kraut. Gelbes. Das gelbe Kraut können wir eigentlich entweder gut verkaufen oder später Ashley geben. Aber ich glaube, das brauchen wir der Ashley eigentlich gar nicht geben. Wir kriegen aber guten Muni. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Das sieht nicht so lecker aus. Weißt du was? Das mache ich anders. Den werde ich mit einer Handgranate überraschen. Ich habe nämlich keine Lust, bei dem noch Zeug zu verschwenden. War es das? Ja. Nee, okay. Das Vieh ist brutal. Alter, der hat drei Granaten gefressen. Irgendwann muss doch mal gut sein. Ist natürlich schade, dass ich immer nur alles zeitgleich nachpumpen kann. Das ist ärgerlich. Rotes Kraut. Nein. Eigentlich wollte ich nicht in seine Zelle. Ne, hätte ja wenigstens was drin sein können oder so. Ah ja, gut, kann man nichts machen. Da hörst du doch schon, da hörst du die Verrückten doch schon wieder. Kraut. Ist kein Problem für mich. So, jetzt brauche ich aber wieder das Zielfernrohr.
Ja, dann kommt mal her. Da nehme ich gar keine Probleme damit, das Ding nämlich mal leer zu schießen. Kommen da noch welche? Na komm. Ich bin hier. Ich habe was Schönes für euch. Kugel in die Augen. Zwischen die Augen. Okay, da trifft er mich nicht. Das ist zwar ganz schön, aber... Bin echt noch zu blöd zum Treffen. Kann er eigentlich auch seine eigenen Leute abschießen? Wäre ganz geil, wenn ich hier so stehen würde und dann hätte ich sozusagen so einen Schutzwall, weil der Vollidiot nämlich seine Leute abschießt. Na, jetzt hat er mich getroffen. Weißt du was, das mache ich anders. Ich weiß nicht, ob der Blendi bei dem wirkt. Ich glaube nämlich nicht. Hahaha. Hast du so gedacht, hey, du Arsch. Ich wollte nämlich nicht, dass die Kohle flöten geht. Drin. Da ist was drin. Ja, jetzt kommen sie nämlich an die Lappen. Ich glaube, von da können sie nicht kommen. Habe ich nur eine Granate, nur eine Blendgranate. Shit. Ist egal. Kriegen wir schon hin. Damit. Der Waffenhändler ist ziemlich rar geworden, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Wo ist denn der nächste? Der müsste doch hier auch bald sein. Da unten. Da war ich aber schon. Ich glaube, wir kommen so langsam dem Ende vor. Shit. Ah, das hat den Bin. Das hat gut gesessen. Wo sitzt du, du Ratte? Da oben. Ich
So. Anstatt dass ich jetzt weiterhin Munition an den verschwende. Naja, ich weiß, du springst jetzt gleich runter. Du Ratte, ey. Alter. Ja, da kommt sie doch schon wieder. Da ist wieder Muni. Da ist wieder Kohle. Das ist gut. Na, dann komm her. Darunter will ich jetzt, ich will mir diese Scharfschützmunition holen. Los, komm schon! Yes! Yes! Geil! Wo muss ich denn überhaupt lang? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Hauptsache irgendwo. Weißt du was, das ist ein... Blendy? Ah, ich muss alle Schlösser betätigen, okay. Jetzt habe ich wenigstens Ruhe, mich hier mal umzugucken. Super, das freut mich. Warte mal einen Moment. Alter, ich habe alle Handgranaten vergeudet, ey. Wenn ich das gewusst hätte, dass der so viel frisst oder dass dem die Handgranaten größtenteils scheißegal sind. Oh, gelbes Grau, das ist doch was für die Ashley. Ich habe doch Start. Das hebe ich mal auf. Im Fall, dass die, dass ich nochmal ein grünes Kraut finde. Jetzt will ich mich aber hier erstmal in aller Ruhe umgucken. Und jedes Scheißdetail mal rumdrehen. Gucken, ob hier noch irgendwas liegt, ob ich noch irgendwas sammeln kann oder sonst wo. Ich habe nämlich hier nichts gelootet. Ja, ich wusste's. Pistolenmuni. Ich würde gerne mal wissen, wer den ganzen Scheiß hier verteilt. Die müssen doch merken, dass ich irgendwas... Die müssen doch merken, dass ich, wie heißt, dass hier irgendwie, dass der unendlich Munition hat. Ah, okay, ich verstehe. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Okay. Und diese Teile noch. Eine Brandy, supi. Ah, Gewehrmunition, das freut einen. Yes, ich hab's irgendwie so im Urin gehabt. Wunderschön. So, die zwei Dinger sind eigentlich offen. Da müsste ich jetzt eigentlich durchkommen. Oder habe ich alles schon? Ich weiß es eigentlich nicht wirklich. Ob ich glaube... Ich guck einfach mal. So, da oben waren wir, da haben wir alles geholt. In dem Raum waren wir auch und da habe ich alles geholt. Ja, okay, das war's. Mehr gibt es nicht.
Ups. Ich hab da was für euch. Ich glaube, die Schildträger sind allergisch gegen das da. Okay. Ich glaube, ich hätte mir doch ernsthaft die Striker holen sollen. Das war nicht so geil. Oh, Gewehrmunition, super. Gleich mal verbraten. So wie sich das hier natürlich gehört. Das ist voll. Das will ich noch nicht machen. Das auch noch nicht. Ich habe nämlich genug Kohle, um mal ordentlich hier ein... Hier gibt es sonst nichts. Hier muss doch irgendwo ein Händler sein. Ashley! Oh, wie geil! Ashley! You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of you. Na warte, ich krieg dich noch, du Drecksack. Das kannst du aber glauben. Ada, das ist zwar lieb von dir, Mausebein, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie... Leon, now! Ashley, komm, komm mit. Zettler. Das ist zwar schön. Aber wir sprechen hier von der Ada. Interessiert den Scheißdreck. Yes. So, und beim nächsten Mal geht's weiter. Ich mache hier nämlich mal einen Schnittibus. Jo.